Ja, ich bin ja Street Art Künstler und zwar aus dem Grund, es gibt so viel, was mir nicht gefällt und ich möchte meine Umgebung gestalten. Da ich immer lieber größer als kleiner gestalte, habe ich das konsequent weiterentwickelt und habe mein neues Zuhause gefunden in der Kunstrichtung Soziale Skulptur nach Josef Beuys. Und wir haben uns als Symbol überlegt, wir nehmen einfach den Müll unserer Gesellschaft und transformieren ihn zu einer Plattform für Lösungen. Future Islands war für mich der Startschuss, das Ganze ernst zu nehmen. Auch nicht nur als Kunstwerk, als Symbol, als Miniaturwelt oder Gedankenspiel, sondern als realistische Möglichkeit, mit dem klimabedingten Meeresspiegelanstieg auch kreativ umzugehen und zu gucken, wie können wir die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit der betroffenen Menschen steigern, die ja alle kein Geld haben, also auch Lösungen brauchen, die sie bewältigen können, die sie auch finanzieren können. Mit Open Island oder mit ASAP Island, wie wir es ursprünglich genannt hatten, können wir nicht nur vor den Gefahren warnen, sondern wir können auch interessierte Leute zusammenbringen. Wir können mit diesem Symbol eine Community schaffen, die co-kreativ eben sich mit diesen Themen beschäftigt. Und zwar im Positiven wie in der Vermeidung des Negativen. Das ist so mein Hintergrund, weswegen ich dieses Thema auch konsequent verfolge, sodass ich dann Stück für Stück weiter mit diesem Thema der künstlichen Schwimminseln gearbeitet habe und im Rahmen von vielen verschiedenen Kunstprojekten mir da auch mein Wissen erarbeitet habe. Wir haben einen Open-Source-Bausatz für so eine Insel entwickelt, also mit den Materialien. Das sind globalisierte Abfallmaterialien, also es ist die Weltwirtschaft, die hilft uns da in dem Fall, indem sie überall den gleichen Müll hinterlässt. Und so kann man also mit standardisierten Bauelementen so eine Insel selber bauen. Projekt werden es mehr Leute, die daran mitdenken und ihren Input mit reingeben aus den verschiedensten Bereichen. Und da haben wir dann schon diese dezentrale kritische Masse, die einfach mitdenken. Also vielleicht sind wir auch schon eine Nation, eine supranationale Community. Die ist noch total verstreut, aber hat einen gemeinsamen Ankerpunkt. Also, was haben Sie heute schon alles gemeinsam gebaut? Da schwimmen 6 Inseln da schon auf der Spree, hier am Spreekny. Zum Spreekny-Festival und das sind 6 Inseln mit verschiedenen Themenbereichen. Da ist eine Energieinsel dabei und ein schwimmender Garten und das schwimmende Haus, Open House und noch 2 andere Inseln, für die wir noch Ideen suchen. Und da können natürlich alle mitmachen. Wenn man eine neue Welt erschaffen will, dann kann man alle Leute gebrauchen, dann braucht man sie auch alle. Und insofern ist unser Konzept genauso dezentral und soll auch nicht zu einem proprietären
einheitlichen Inselbesitzer führen. Wir müssen das Teilen neu lernen. Also ich habe so eine große Sehnsucht nach dem Wir. Und damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, das ist die Kraft, die in dieser Insel liegt. Und die wir jetzt durch alle Register durchspielen werden. Jedenfalls können wir mit dieser Open-Source-Mentalität und dem Internet eine unglaubliche Wissensverbreitung und dadurch auch einen sehr großen Innovationsschub für die Menschheit erreichen. So, das ist meine große Hoffnung. Ich sehe die Maker, die ja noch gar nicht so ganz genau definiert sind und sich vielleicht auch noch gar nicht so ihrer Kraft, ihrer Macht bewusst sind, die sehe ich als den Schlüssel für einen gesellschaftlichen Wandel.